Immer ein bisschen fraglich, ob es aufgenommen wird, aber jetzt sind wir online. Hallo, hallo. Willkommen zurück zu Just Cause 3. Ich bin René und heute werden wir ein paar Sachen in die Luft jagen. Was Rico, jagen? are you there? You didn't say over. Over? Yeah, I don't think I want to play that game anymore. I feel so stupid. You showed up and I thought, well... Costa del Porto was a loss. We lost, but we'll regroup. Are you at the cove? At the southern tip of Soros. The few of us that are left. We're hiding out. Dima's here. She wants to talk with you. Okay, ich habe jetzt mal ein bisschen die Klappe gehalten, während die gesprochen haben, denn ich wollte ja, also ich möchte ja die Story mitbekommen. Und bin währenddessen einfach mal herumgefahren. Aber wo müssen wir jetzt eigentlich hin? So, wir machen mal die Karte auf. Und haben irgendwo einen Missionsmarker. Gehen wir uns einen Moment. Okay, Karte. Map. Map. So, irgendwo müsste doch eine Missions. Hier ist ein Missionsmarker. Da wollen wir hin. Place Waypoint. Okay, wie ihr seht, da müssen wir ein bisschen. Da haben wir ein bisschen einen Weg vor uns. Das sind 12 Kilometer. Aber wir wären nicht Rico Rodriguez, wenn wir das nicht schnell irgendwie schaffen würden, uns fortzubewegen. Let's do this. Wir haben jetzt zum Glück unseren Wingsuit, mit dem wir uns über alle möglichen Hindernisse bewegen können, und unseren Greifhaken, mit dem wir auch noch Schwung aufnehmen können. So, hangeln wir uns einfach von Berg zu Berg. Autsch! Das war nicht so gut. Okay, ich bin einfach kopfüber einfach auf den Boden geknallt. Alles gut. Wir sind gesund. Au. Ich sollte damit aufhören. Ich glaube, das ist ungesund. So, wir versuchen es noch einmal. Okay. Okay. So, haben wir doch hinbekommen jetzt. Einmal auf den Berg oben. Oh, jetzt muss ich den Ventilator doch abdrehen. Ist zwar ein bisschen warm hier, aber hier die ganze Zeit ins Gesicht ventiliert zu bekommen, ist nicht so angenehm. So, wir haben hier mal ein bisschen eine Drop. Diese Bergklippe. Werden uns jetzt aber hier wieder auffangen. Ja, es geht sich, glaube ich, ganz knapp aus. Ja. Wie eine Militärbasis, hä? Wollen wir die einnehmen? Noch nicht. Wir machen jetzt Story. This Ey! might be trouble. Ich fliege nur vorbei. I like trouble. We are sending ground support to your location. Target is at large. Re-establish visual contact immediately. Copy that. Reinforcements inbound. This is dispatch. Sending ground reinforcements to your position. Ich kann euch was erzählen. Oh, warte, Moment, Moment, Moment. Das ist ein kleines Lager, das nehmen wir aus. Also das werden wir jetzt schön zerstören. This area is restricted. Leave immediately. Ja, ich gehe Requesting gleich. Reinforcements. Oh, nein, nein, nein. Hostile contact. Zu spät. All units to these coordinates. Ei, 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 wer schießt da auf mich? Was ist da los? Bist du das? No charge. Don't mention it. This is dispatch. Request received. Reinforcements. Ei, 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 was ist da los? Ein bisschen überfordert hier. Ah, du bist das. Na, komm her, mein Freund. Ist das ein Hubschrauber? Oh Gott. Oh nein, und das. Ah, tut mir. Ah, jetzt fangt das Auge an. Zu nerven. Additional support has been approved. You should reach your location shortly. Weg mit dem. Okay, ganz kurz. Ich bin gleich wieder anwesend.
So, da bin ich wieder. Es kann weitergehen. Wir sind gerade hier mitten im Hubschrauber und... Oh, oh, Hubschrauber stürzt ab. Wir springen jetzt schnell hinaus. Kein Problem. Hängen uns hier dran. So. Tun jetzt hier eine Bombe dran. Joch. Und los geht's. Wir sind ein bisschen viele Soldaten. Ist gar nicht so einfach hier. So, aber nach und nach wird hier alles zerstört. Sollte kein Problem sein. Haben wir hier noch irgendwas? Okay, haben es schon erledigt. Guardia Lacos 2 gehört uns. Sehr fein. Sehr, sehr gut. Okay, damit haben wir das erledigt. Und unsere Reise wird fortgesetzt. Wir könnten hier ein Boot brauchen. Ich schaue mal da unten an dem Kai, ob sich hier ein Boot befindet. Oh ja, ich sehe schon ein Boot. Das gehört uns. Wir wollen aber nicht zur Waffe, sondern wir wollen einsteigen in die Fahrerkabine. Und los geht's. Ja, was ich euch erzählen wollte. Ich arbeite gerade an einem Let's Play Video, beziehungsweise an einer Let's Play Reihe, die ich nicht als Livestream mache, sondern die wirklich einzig und allein als aufgenommenes Video bearbeitet, vielleicht sogar mit Intro und Outro. Muss ich mir mal ansehen, wie ich das mache. Jedenfalls arbeite ich daran und ihr werdet es demnächst hier auf dem Channel sehen. Ja, ja, ist okay. Ich gehe schon. Bleibt einfach, also abonniert den Channel, dann seht ihr sowieso, wann ich das hochlade. Aber schaut doch immer wieder drauf, irgendwann wird es da sein. Ich kann noch nicht genau sagen, wie lange das Spiel sein wird. Und ich verrate auch noch nicht, was es ist. Es gibt schon ein paar Leute, die es vielleicht wissen könnten. Okay, mein Fernseher ist auf einmal dunkel. Okay, ich sehe wieder alles. Ja. Das Spiel hat vermutlich eine Länge von, ich sag mal, 8 Stunden, 10 Stunden vielleicht maximal. Und ich bin jetzt bei 3 Episoden, die ich schon aufgenommen habe. Ich muss diese einfach noch bearbeiten und dann werde ich sie hochladen. Ja. Ich kann noch nicht genau sagen, wann das sein wird. Aber haltet die Augen offen. So, wir kommen dann vielleicht auch irgendwann mal da an. Gibt's derweil noch irgendwas, was ich erzählen kann? Es ist wirklich, wirklich, wirklich warm hier. Was kann ich euch noch erzählen währenddessen? Ja, ich spiele momentan Just Cause 3 wieder ein bisschen. Ich habe auch wieder mit Devil May Cry angefangen. Wer hier auf dem Channel war vor kurzem oder gestern, vorgestern, gestern, der hat es schon gesehen. Die ersten 2 Episoden sind schon online von Devil May Cry. Aber Devil May Cry habe ich auch vor, dass ich jetzt... Ich mache zwar Livestreams, aber die einzelnen Episoden werden immer eine Mission lang sein, und zwar immer so 20 bis 30 Minuten, dass man sich einzelne Episoden ansehen kann, um die einzelnen Stories bzw. die einzelnen Missionen zu sehen und nicht immer 2 oder 3 Stunden, wie das im Stück hat. Und irgendwas habe ich noch angefangen zu spielen. Ja, irgendwas. Wow. Wir haben noch 4 Kilometer vor uns. Wir könnten vermutlich auch einen Rebel Drop anfordern und uns dorthin teleportieren lassen. Aber ist auch mal nett, so miteinander zu reden, oder? Sich mal hier kennenlernen. Ich kann ein bisschen was erzählen. Man kann ja auch so ein bisschen die Gegend genießen, ha? Hier, da drüben ist ein anderes Boot. Ich frage mich, was das für Leute sind, ob das Soldaten sind oder
Passagiere, Touristen. Hier ist ein Segelboot. Sagen wir mal Hallo zum Segelboot. Hallo Segelboot, wie geht es dir? Es tut mir leid, Segelboot. Das war unabsichtlich. Vollkommen unabsichtlich. So. Unser Ziel ist das über eine große Welle. Das Wasser ist schon ziemlich schön animiert, ha? Huh? Muss schon sagen, da bekommt man schon wirklich Lust, schwimmen zu gehen. Es glitzert schön in der Sonne. Der Wellengang ist echt toll. Hat so ein richtiges Karibik-Urlaubsfeeling, ha? Huh? Da in der Ferne die Wolken, so ein paar vereinzelte hier. 3 Wolken, 4 Wolken, 5 da hinten. Achso, es sind noch Wolken. Ja, schon ziemlich schön. Die Sonne da oben, der Himmel, der blaue. Da ist irgendein anderes Boot. Das wollte ich von mir, geh weg. Ja. Kann man machen. Da würde ich Urlaub machen. Auf der Insel. Oder auf der Insel. Solange sie nicht irgendwelche bösen Militärtypen haben, die alles zerschießen, ist das, glaube ich, ganz okay, dort Urlaub zu machen. Man könnte sich auch so eine Insel mal kaufen. Ne? Was kann so die Insel kosten? Da, die ist abgeschottet von allem. Da wohnen. Da drüben wohnen die Leute hauptsächlich. Hier. Wer wird da wohnen? Keiner. Vielleicht so ein kleines Häuschen drauf bauen, ein kleines Hotel, eine Villa oder sonst irgendwas. Dann wohnt man dort. Lasst sich alles liefern, was man braucht. Essen, Kleidung. Alles liefern lassen. Mit, keine Ahnung, DHL. Und dann, ja, lasst man sich's da gut gehen. Sitzt da oben auf diesem Berg bei dem Baum, kann ein Buch lesen. Oder hier schwimmen gehen, zur anderen Insel. Man kann da von dieser Insel zu dieser Insel schwimmen. Kann man jeden Tag machen. Oder einfach mit dem Boot fahren. Geht natürlich auch. Man könnte auch einfach auf dieser Insel wohnen. Ich weiß aber nicht, die Insel ist ein bisschen größer als die, oder? Wirkt so. Vor allem hat die hier noch so eine Mini-Insel. Ist das so eine Insel für die Haustiere? So, hier wohne ich und hier wohnt meine Katze. Eine Katze einfach auf einer Insel wohnt, genau. Aber ja, kann man auch mal machen, warum nicht? Oder ein Hund, oder eine Schildkröte, oder Papagei, oder was auch immer man sich als Haustier halten will. Weiß ich nicht. Man wohnt auf der Insel, man darf sich alles als Haustier halten, was man möchte. Affen, oder Giraffen, Elefanten. Oder Krebse, oder Fische, ich weiß nicht. Aber Fische auf einer Insel wäre irgendwie ungut. Ich glaube, Fische haben es ein bisschen lieber im Wasser. So, ich bin jetzt hier schon am Festland gleich, beziehungsweise auf der Insel. Ich werde mal hier einen tollen Auftritt mit meinem Boot machen. Ja, das war absolut wunderschön. Ich steige jetzt aus. Mehr brauche ich von diesem Boot nicht. Und wir machen gleich mal unseren typischen Landgang. So. Da sind wir auch schon bei unserer Mission. Zack. Und Punktlandung, Punktlandung. Ah, nicht ganz. Ah, schade. Überhaupt nicht. Oh mein Gott, was war das? So. Punktlandung. Na, nicht ganz. Ja, danke sehr. Das ist nett von dir. Hier, soll ich dir was zeigen? Du kannst hier schwimmen gehen. Das ist echt gutes Wasser. Hey, Rico. Da, geh mal. Kannst du nicht schwimmen? Okay, warte, dann hole ich dich hier aus dem Wasser raus. Warte kurz. Hier. Siehst du? What are you doing? So, jetzt fallst du jetzt wieder ins Wasser runter. Okay. Jetzt helfe ich dir auch nicht mehr. Ganz ehrlich. Ich hab's versucht. Ich hab... never part of the conversation, Sheldon. Well, it is now a part of the conversation, Mario. Blix schläft einfach. I apologize, son. What happened? Akira! Akira! I see you found the rebel, Sheriff. Well, you know my pilot Crashy says we should all do our part. You know me, humanitarian of the year for any year. Right. It's true. Why, just now I brokered a deal with the rebels. See, you saved them, they helped me, I help you travel from place to place. Thank you, Sheldon. Jeff. You are welcome, son.
You are welcome. Jetzt wollte ich gerade mitten in die Videosequenz rein fotografieren. Das hat nicht funktioniert. Vielleicht kommt ja noch eine. Oder wir kommen in den Ladebildschirm. 15 Minuten lang. Okay, wir sind in der Mission. Talk to Mario. Okay. Okay, das war einfacher als gedacht. What the hell was that, you and Sheldon? He gave me the comlink. He gave us all comlinks. He said they were gifts. You lied to me. Guter Shot, guter Shot, guter Shot, guter Shot. This is our revolution, but he owns us. Mario, I know Tom Sheldon. I worked with him for years, but you are a friend. You need to tell me the truth. I'm sorry. I'm sorry. I dragged you into this. I forgive you. Always cover yourself, amico. Oh, amusing. All wet. Come. This is so good. My cell phone has no insurance. He was talking about Bavarian Depot. Bavarian scrap is stored there. Getting rid of it will hit him where it hurts. I'll check it out. Great things are afoot. The possibility for excruciating death is very high. Hey. For you, that is. Di Ravello is now the most dangerous man on planet. I need my Bavarian scanner. Meet my contact at Vigilator Nord. Okay, wir treffen den Kontakt von Dima. Ah, what the fuck? Da muss ich ganz kurz was machen. I know that guy. It looks like his boat is stuck. Can you help him? He calls in moments. He's a nice guy, fratre. Ja, ich helfe ihm. Rico, the sea is angry today, my friend. Can you be a pal and get us back to the water? Klar, hier. Das Ding muss in das Ding. Thanks, Rico. I won't forget this. Cool. Hey, Rico, you can use players like the one he just gave you to call in my boys to take you across the island. Quick, easy. You can even get a siesta in, too. Here, let me give you a ride to Manaea. It's a lot closer to Vigilator Nord. Yeah. Okay. Ah, wir schalten ja jetzt natürlich erst die Schnellreise frei. So, ich wähle das hier. Fast Travel. Cool. Jetzt haben wir Fast Travel freigeschaltet und können, wenn wir den Rebellen irgendwie helfen, mit einem Flare einen Fast Travel beantragen. Ist eigentlich ein ziemlich cooles System, denn man kann nicht hundertprozentig immer reisen, sondern man muss halt den Leuten helfen und die helfen einem dann auch. Jetzt sind wir hier gerade angekommen mit dem Hubschrauber und müssen einfach nur noch runterspringen. Ja. Und damit ist die Mission auch schon beendet. Das war aber jetzt nur mal eine Zwischenmission, um das Fast Traveln freizuspielen. Rico, meet my contact Luch at Vigilator Nord. He can help you find Bavarian Scanner. Okay, wo ist Luch? Wo ist er denn? Hier. Checken wir unser Auto. Oder ein Motorrad. Gibt es irgendwo ein Motorrad? Ich sehe ein Motorrad. Ich will ein Motorrad haben. Gib mir dein Motorrad. Okay, you win. I must talk. Danke. So, jetzt geht's los. Ja, können sogar hier auf einem Rad fahren. Okay, okay. Jetzt seht ihr meine absolut begabten Fahrkünste. Kann ich so auch springen eigentlich? Nein. Okay, jetzt kommt Driften. Jetzt wird gleich gedriftet. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay, alles cool, alles cool.
Nicht alles cool. Okay, kein Problem. Versuch 2. So. Wir schnappen uns die Kurve hier und wir driften. Moment. Ach Gott, die Steuerung ist so unglaublich. Okay. So, jetzt kommt jetzt wird gedriftet. Jetzt wird gedriftet. Viel zu viel. Viel zu viel. Hey, alles cool, alles cool. Ups. Okay, Vorsicht. Upp. Da braucht jemand Hilfe. Da braucht jemand Hilfe. Convoy Rescue. Los geht's. Ich fahre jetzt Offroad. Das geht sicher gut. Es kann nur gut gehen. Vorsicht, Straße. Wo ist der Konvoi? Der Konvoi fährt wahrscheinlich vor mir weg und ich muss dem genau nachfahren. Okay, Offroad, fuck it. Da ist der Konvoi. Reach, ja? Was müssen wir denn machen? Okay, ich kenne mich aus. Ja. Reports of hostiles in the area. All units respond. Understood. We are providing additional manpower at your location. Oh, das sind meine. Alles gut, alles gut. Der da muss weg. Okay. Ready with the machine gun. Komm. What's happening out there? Respond immediately. Nice, wir haben es geschafft. Heat ist geklärt und die Leute sind beschützt. Gut, wir können weiter in die Richtung. Wir müssen eigentlich nur 1,5 Kilometer fahren, beziehungsweise reisen. Wir können auch so reisen. Geht meistens ein bisschen schneller. So, 1 Kilometer noch. Meter. Autsch. Meter. Meter. Punktlandung. Und... Nice. Oh, wir können das machen, wenn wir weitere Provinzen hier befreit haben. Okay, das machen wir schnell. Wir können das hier... Obwohl, nein. Kima Leon ist eine von den großen Basen. Okay, wir machen das schnell. Keine Sorge, Leute. Nein, das ist die große. Wir holen uns das hier und es gibt sicher noch am Weg auch irgendwas anderes. So. Aber wir könnten noch gleich ein Fast Travel hinmachen. Habe ich gerade gesehen, was wir dann frei haben. Kein Problem. Machen wir hier mal ein Fast Travel. Dann sind wir gleich dort und können diese Provinz liberaten. Dann haben wir einen wahrscheinlich einen erhöhten Punkt, von dem aus wir... Also zuerst holen wir uns mal die Militärbasis natürlich, die ist dann ein erhöhter Punkt. Und von dem erhöhten Punkt kommen wir schnell zu anderen Punkten, wo wir wieder liberaten. Dann haben wir 2 Punkte liberated und dann können wir uns die Mission holen. So, Kima Leon Silo, du gehörst gleich uns. Was haben wir denn hier alles? Wir haben hier vieles. So. Zuerst einmal holen wir uns dann einen Sniper, das ist sicher ein Sniper. Alright, let's go. Hallo Sniper. Okay. So.
gedacht, vielleicht geht das so ein bisschen schneller, aber wohl eher nicht. Schnellste Version ist immer noch die mit den Minen. Gehen wir her, legen eine Mine hin. So, und wir gehen weg und lassen es explodieren. Weiter geht's. Was haben wir hier noch alles? So, du bist wohl weg. Nervst mich ein bisschen. Du auch. Oh. Ups, ups, ups. Zu nah, zu nah. So, was haben wir noch? Oh, das da unten gefällt mir. So. Du kommst dahin. Und du kommst hier hin. So, was haben wir noch? Ihr zwei, ha? Ihr mögt euch sehr gerne. Warte mal, warte mal. Du musst den. Du musst auf den gehen. Oh, das ist ein Sniper. Das ist nicht tot. So, was haben wir jetzt als nächstes? Wir haben noch da drüben einen Transformator. Ups, 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 ups. Granate. Das war nicht geplant, aber auch gut. Ah. Dropping the air gun. Let's see what. Hallo, stirbst du? Okay. Oh, ein Panzer. Gefällt mir eigentlich. So. Oh oh, Hubschrauber. Zerstören wir hier noch so viel wir können. Oh oh, das wird knapp, das wird knapp. Schaffe ich es noch raus? Nope. Oh shit, ich hänge fest. Ich muss aussteigen. Ich muss hier weg. Ich muss hier weg. Ich muss hier weg. Puh, Glück gehabt. So. Autsch. Das war nicht gut. Ah, du nervst. Du nervst. Oh, oh. Knapp. Okay, soweit so gut. Erstmal wieder ein bisschen geheilt. So. Oh, den holen wir uns auch noch weg. Wie kann der Hubschrauber überhaupt hier hinschießen? Das geht doch gar nicht. Wir sind doch in einem Tunnel. Geht nicht. Aber ich habe Angst. Ist der Panzer gegen mich? Der ist gegen mich. Oh shit, oh shit, oh shit, oh shit. Okay, so weit, so gut. So, das will ich noch zerstören. Das war nicht ich. Oh oh, oh oh. So. Viel kann jetzt nicht mehr fehlen. Genau, es fehlen nur noch Satellitenschüssel. Wo sind denn die? Es müsste eigentlich nur noch eine fehlen, habe ich recht? Da ist sie doch.
There appears to be a service outage. So, das war die erste. Ach so, eine weitere Provinz. Och, Leute. Das kann noch ein bisschen dauern hier, glaube ich. Also, um diese Mission hier zu spielen, müssen wir eine weitere Provinz freischalten. Provinzen sind, glaube ich, diese ganzen... Hey, hier ist eine Story-Mission. Die machen wir doch. Los geht's. Come in. Why is no one responding? Because everyone is dead. Whoops, das wird knapp. Oh, geschafft. Oh ja, Durchsagen. David Tennant. Hello. The Department of Military Hygiene found some black mold in a vent at the Chima Leon silo. We decided it would be safest just to destroy the whole base. That mold stuff can be pretty nasty. Yes, as with any industrious nation, there's always the occasional infrastructure shake-ups. That's why I assume I'm broadcasting from some sort of underground bunker. Well, carry on. Viva Medici! Ja, ja, Black Mold. Punktlandung, Punktlandung. Und... Ja, fast. Hey, are you Luch? That depends. Who's asking? Dima sent. Oh, then I am Luch. A Vigilator North is across the bay. Mm. You're looking for Dima Scanner, right? See. Too bad. That is needle in one very large haystack. Good luck. You'll need it. Thanks, Luch. Hey, gotta be honest, right? Na klar. Wir machen das schon, wir holen das. So, was müssen wir tun? Gib uns Infos. Luch, 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 Luch. Reach Vigilator Nord. Okay. Sollte nicht schwer zu finden sein, das ist da vorne. Muss ich dadurch die Bucht fahren oder wie? Ah, okay, so rundherum. Alles klar. Einmal hier um die Bucht herum und dann sollten wir auch schon da sein. Vorsicht, Boot. Danke sehr. Dima, what's the scanner look like? Not large. Handheld device, inconspicuous to avoid detection. Not helpful when lost. Check a shipping container in base. Check. Ja, dann schauen wir mal hier rein, hä? Huh? Da ist die Tür zu, da müssen wir aufmachen. Danke sehr. It's not in here. Schade. Checken wir mal die nächste. So. Auch die Tür öffnen wir. Not in here either. Schade. So, was haben wir noch? Gehen wir mal da drüben hin. Ach, das ist keine. Das ist was anderes, okay. Ja, dann checken wir mal da oben, ha? Würde ich sagen. Zu weit weg. Nein. So. Oh, ich hab den Rand erwischt. Oh, sieht doch gut aus. Scanner yet? Schade. No scanner yet. Da oben haben wir noch eins. Schauen wir mal danach.
Naja, zwei Möglichkeiten haben wir noch. Wir checken einmal da unten. Not in here either. Mist. Das ist nämlich der letzte. Ups. Ich will doch nur die Tür aufmachen. Ach, ich muss auf der anderen Seite. Es ist gar nicht der. Schade. Es ist der da vorne. Oh. I found it. Dima. You need to put the scanner on one of the three grates at Chimeleon. The device will detect traces of refined Bavarium. Mhm. Wo ist denn das? Zwei Kilometer entfernt, okay. Let's get this. Rico, my reading shows scanner is unstable. Maybe damaged. May explode. You must hurry. We really need to talk about your designs, Dima. Bitte nicht explodieren. Bitte nicht. Oh, ich habe noch 5,5 Minuten. Rico! Okay. I need that scanner, amigo. Whoever controls Bavarium controls Medici. And you know, with that scanner, I bet I could even convince the agency to give more help to the rebels. I'll see what I can do, Sheldon. Das war knapp. You were spotted. Soldiers are inbound, Rico. Ja. Natürlich. I'll take care of them. Aber was? Okay. Heat Level 3, okay. Alright, I'm here. Good. Plant scanner on grade near Holy the silo. Könnt ihr bitte nicht mit Raketen auf mich schießen? Tiravello may have developed weaponized Bavarian warhead. Ah, ich muss da runter, ha? Kann ich da rein? Nee. Wie komme ich denn da runter? Da vielleicht irgendwie runter? Ich schätze mal nicht, ha? Ah doch, oh ja. Sehr gut. Damit können wir die Basis betreten und wahrscheinlich den Sender anbringen. Ah, da direkt, okay. Ist das Ding jetzt explodiert und dann wieder weggefallen? Oder hat es auch gescannt? Ich bin verwirrt. Spiel, hilf mir. Erzähl mir etwas. Mach nicht davon einen schwarzen Bildschirm. Der hilft mir nicht. Oh, I know just what to do with that ruined scanner. Okay. I've got the scanner, Sheldon. Where are you? Good job, Rico. I knew you'd come through for me. Hey! Let's meet up and celebrate at Cafe Francesco. I hear tell they make one mean Penelope Campulio. Oh boy. Shit. Ah, ich wollte eigentlich weiterhin fliegen. Hallo, kannst du bitte auftauchen? Okay. Oh, ich krieg's nicht hin gerade. Okay. Nope, ich krieg's nicht. Gut, egal. Dann schwimmen wir. Wir sollten eh bald an der anderen Küste sein. So. Direkt gegen den Baum geflogen. Super nice.
So, 200 Meter nur noch, das haben wir gleich. Ich bin dran vorbeigeflogen, aber alles gut. Well, well, well. Look who's here. Sheldon. I truly believe you want to create a stronger, more loving world. Here's your Bavarium scanner. Obliged. Thanks for coming by. Der Typ schläft schon wieder neben mir. Dieser Typ mit der Kapuze, mit der Kappe. Was ist das eigentlich für ein Typ? Warum sitzt der mit daneben und schläft? Rico, bless you and all you have done for us. Rondi General. Hey, Rico, you're going to like this. What now, Mario? One of the Ravelo scientists may be defecting. Ah, good news, finally. Meet me in Lantuina and stay out of sight until I get there. Ich glaube, an die Mission erinnere ich mich. I'm a master of subtlety. Nein. So, da ist unsere nächste Mission. Die holen wir uns. Wo müssten wir dahin? Da. Ja, 2 Kilometer nur noch, das haben wir auch bald erreicht. Wir müssen ja schon, dass wir ein bisschen über die Bäume kommen. Perfekt. Ups, zu tief, zu tief. Die Mission heißt doch schon Turncoat. Ja, einer von Diravellos Wissenschaftlern wird sich vielleicht unserer Rebellion anschließen. Das ist natürlich ziemlich gut, weil die Wissenschaftler von Diravello, die haben mit dem Bavarium zu tun. Und das Bavarium ist ja diese Substanz, dieses Element, um welches hier gekämpft wird. Die Ravella möchte hier Medici kontrollieren, weil es hier Bavarium gibt. Und es ist ziemlich mächtig. Deswegen müssen wir versuchen, es ihm nicht in die Hände fallen zu lassen. Denn jemand wie die Ravella, der ein ziemlich machthungriger Typ ist, der wird es nur nutzen, um Krieg anzuzetteln und Macht zu stärken. Das werden wir verhindern. Werden wir auch, bevor wir die Mission starten, dieses Settlement noch einnehmen, würde ich sagen. Denn dann haben wir sicher leichteres Spiel. Das war nicht der Plan. Besser. So. Kriegen wir das eigentlich? Ja, nice. Können wir hier auch gleich zerstören? Das auch. All units, we have reports so. Of violence. Und wir können noch die Tore gleich aufmachen. Irgendwo hier. Hang in their ground team. Ah, da ist ein Tor. So. Du gefällst mir nicht. Kommst hierher. Oder auch nicht. Hast du die Platte weggestoßen. So, wir machen hier auf. Ah, blöde Platten. Okay, das ist einfach alles im Weg hier. So, dann machen wir das so. Das Ding nehmen wir und tun hier rauf. Jetzt ist die Tür offen. Die Rebellen kommen rein. Power's out. Mhm. Haben wir hier Türen, die wir öffnen müssen? Ich glaube da vorne, ja. Genau. Heck. Kriegen wir dann Soldaten, die für uns kämpfen. So, versuchen wir es mal, kriegen wir es hin. Sehr schön. Ah, da können wir auch noch aufmachen. Perfekt.
So. Oh, da ist auch noch eins. Kriegen wir das hin noch in die Schnelle? Ich glaube nicht. Oder doch? Nein, wir wurden angeschossen. Dieser eine Typ da, ne? Zwei sind sogar. Aber du nervst. Irgendwann schießt mich immer ran. Der da. Okay, pass auf, wir machen das so. Nicht die Stange. Wir wollen das Fass haben. So, Fass auf. Oh, auf die da. Oh, wir haben nicht das Fass erwischt. Jetzt aber. Fass auf den da. Hm, das hat so halbwegs funktioniert. Du stirbst da noch. Okay. So, jetzt dürfen wir aber sicher, ha? Komm schon. Sehr schön. Okay. Was haben wir hier noch in der Stadt? Sending air support to your location. Ah. Sending additional ground forces to your location immediately. Da ist noch einer. Komm. Tot. Okay, was haben wir noch? Wir haben noch Billboards. Die fehlen uns noch. Die sind hier irgendwo am Eingang. Da ist keiner. Diese Willkommen in Panau. Schilder. Da ist eins. Da ist eines. Das haben wir. Komm, runter. So, wir brauchen noch ein zweites. Wo ist das zweite? Da ist das zweite. Authorizing Elite Squad deployment at your location. Was? Elite Squad? Seid ihr verrückt? Was brauchen wir denn jetzt noch? Oh, lass mich mal in Ruhe hier. Oh, da ist der Commander. Hahaha. Commander muss sterben. Ah, mit dem Controller. Komm. Oh, immer in die Schulter vorbei. Jetzt aber. So. Es fehlt noch allgemeines Chaos. Okay, ich verstehe. Wollen wir das so spielen? Oh fuck. Scheiße. So, und uns fehlt auch noch das Werbeauto. Das muss hier irgendwo rumfahren. Und verteilt Propaganda. Wo ist es denn? Wo ist das Propaganda-Auto? Wo ist es? Initializing search protocol. Find the target as soon as possible. Das Propaganda-Auto erkennt man an der großen Sirene. Aber ich sehe es nicht. Ich sehe es nicht. Okay, vielleicht auf der Map. Nope. Wo ist das Propaganda-Auto? Visual contact. All units, pan out and search. Das kann ich zum Erzählen. Hang out the wire. Es muss irgendwo in der Stadt sein. Da ist es. Da ist es doch. Dispatch. Target is still at large. Find him. Autsch. So, jetzt machen wir was Lustiges. Wir halten uns jetzt mal hier auf der Rückseite an. Auf der Rückseite, sage ich. Okay, funktioniert nicht. Gut.
Dann machen wir das so. Das so. Geht nicht. Wow, okay. Steh auf, Rico. Komm schon. Fair. Aber ich hab's immer noch im Blick. Boom. All units, find the rebel. Pursue aggressively. Jetzt fehlt uns eigentlich nur noch ein bisschen Havoc. Na komm, irgendwas zerstören wir noch. Target is at large. Re-establish visual contact immediately. This should do it. Will we get some backup before? Choppers are inbound. We repeat, choppers are inbound. Wir brauchen nur noch ganz wenig. Wow, okay. Wo ist der Hubschrauber da? Komm runter. Komm runter, Hubschrauber. Komm runter. Aber nicht auf mich. Okay. So, damit dürften wir es doch jetzt geschafft haben, oder? Auch immer nicht. Okay, dann du, Hubschrauber, kommst auch runter. Zum Auto, zum Auto. Wow, knapp. Schon. Sehr gut. Damit haben wir genug Chaos angerichtet, um die Flagge zu holen. Und die Leute sterben rundherum alle. That's not my problem. Gut. One step closer to freedom. Und jetzt die Mission. Turncoat. Hey, was ist los? Oh, come on. Bin ich noch